Hallo Leute, ich bin heute ein bisschen in zwei gerissen. Zum einen, weil ich mich auf der Arbeit wieder so aufgeregt habe über Bogdan und die Scheiße, die er da verzapft. Und das mittlerweile einfach nur noch frustrierend ist, dass er sämtliche Kritik an sich halt einfach abschmettert und nein, alles was er macht ist ja so gut. Aber jetzt zu dem Positiven, weswegen ich glücklich bin. Wir haben eine neue Wohnung in Aussicht, die war ich mir eben angucken. Da war ich bei der Nina. Das ist Nina. Nina will nicht erkannt werden, deshalb ist Nina verpixelt. Ja, genau. Ich wollte jetzt nicht Und unbedingt auf die Tür sehen. das hier ist Ninas Wohnung, wie ihr seht. Dann bin ich jetzt Mitglied in Luke's Amazon, Fulfilled by Amazon, FBA heißt das. Das ist so ein Kurs, den hat er. Da lernt man halt Schritt für Schritt, wie das mit diesem Verkaufen von Produkten auf Amazon funktioniert. Super spannend auf jeden Fall. Ich packe euch auch mal seinen Kanal in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr das mal auschecken, falls ihr wissen wollt, was ist denn dieses Amazon FBA überhaupt. Ich habe nämlich keinen Bock, das jetzt zu erklären, aber ich denke mal, es gibt bestimmt einen oder anderen unter euch, den das interessiert. Und was auch noch richtig krass ist, Annikas E-Book ist einfach schon 15 Mal verkauft worden und ist jetzt auf Platz 3 der Bestsellerliste. Wo? Keine Ahnung, Reisen, Asien, irgendwas. Richtig cool, vielen Dank, Leute. Haben schon 2,30 € oder so verdient um den Dreh. Sehr nice. Und ich werde jetzt mir weiter Videos vom Luke reinziehen über FBA. Vielleicht mache ich auch noch ein bisschen was an der einen Homepage weiter. Und dann wird auch mal gechillt. Ich will auch mal Feierabend haben. Ja, das war's für heute, würde ich sagen. Mehr passiert nicht. Heute ist ja Montag. Das heißt, ich gucke mir auf jeden Fall heute noch Game of Thrones an. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer von euch auch so Game of Thrones geil ist wie ich. Und dann sage ich mal, das war's für heute. Däumchen da lassen und so. Ihr kennt den ganzen Rotz ja. Wenn morgen das Wetter gut ist, dann zeige ich euch morgen was Cooles. Wenn morgen das Wetter schlecht ist, dann muss ich das leider nochmal verschieben. Ja, bis morgen. Ciao. Woohoo!